Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich sitze im Auto. Wir fahren nämlich jetzt in den Urlaub. Ich freue mich so sehr, wirklich. Da ist Schlumpi. Und wir treffen uns dort mit Sonja und Dani und ich freue mich riesig. Oh, wirklich, ich kann meine Freude gar nicht ausdrücken. Wir gehen jetzt nochmal schnell was einkaufen zum Grillen und ja, dann fahren wir los. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool. Wir sind jetzt angekommen. Oh, wie du auf meinem Arm hängst, total schief. Ist ein Spiegel. Ich gebe euch mal eine kleine Roomtour. Man kommt hier rein. Ich mache mal die Tür dazu. Genau, man kommt hier rein. Dann haben wir hier das erste Schlafzimmer. Hier werden Sonja und Dani schlafen. Hier ist die Garderobe. Dann ist hier das zweite Schlafzimmer. Da werden wir schlafen. Auch total hübsch alles. Kannst du mir mal das Kind abnehmen? Da ist Manu, der kleinen Ari nimmt. Dann haben wir hier das Badezimmer. Auch sehr hübsch. Sogar mit Badewanne. Yay! Ich freue mich besonders. Und dann kommt man hier in den Wohn- und Küchenbereich rein. Es ist so schön hier. Guckt es euch an. Wow, sehr viel Liebe zum Detail. Hier ist unser Wohnzimmer und unser Fernseher. Und ich habe wieder das Badlicht angelassen. Und hier kommt man tatsächlich noch auf eine Terrasse. Oh Gott, ich krieg's nicht hoch. Bist so schwach, im Urlaub hochzuziehen. Das tut verdammt weh. Okay. Hier haben wir noch eine Terrasse. Ich muss hier gleich den Kopf hochgeben. Einfach cool, ey. Und hier nochmal so eine kleine Chill-Lounge. Alles sehr schön. Jetzt eine Shisha, ja. Das wäre. Oh, ich freue mich. Ich freue mich so sehr, wenn die beiden gleich eintreffen. Wir haben sie jetzt schon ewig nicht gesehen, also 2 Monate oder so. Da sehen wir die Männer. Hallo. Und ich habe da einen Fleck, ich weiß. Guck mal da. Ist live im Fernsehen. Ich habe uns jetzt eingerichtet. Ja, ich wollte euch gerade draußen unsere Terrasse zeigen, aber Manu hat gesagt, ich habe euch die schon gezeigt. Ich bin schon so durch einfach. Ja, ist immer noch total schön. Ich habe was total Cooles gemacht. Ich weiß, dass Sonja Käsekuchen liebt, also Quarkkuchen. Und ich habe einfach heute Morgen noch einen Quarkkuchen gebacken. Der ist jetzt nicht schön oder so, aber der schmeckt richtig, richtig gut. Hier. Nein, habe ich nicht. Thüringer Wurstwaren. Wir kommen nämlich aus Thüringen und da gibt es ja so lecker Thüringer Bratwurst und Thüringer Rostbredel und so. Genau, so, ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich unser Zimmer eingeräumt habe. So ganz grob nur. Also hier werden wir schlafen, eventuell mit Arian im Bett oder er schläft hier. Deswegen habe ich extra die Bettschlange mitgenommen. Oder ich schlafe mit ihm da oder er schläft, nee, da oben schläft er nicht.
Genau, das hier ist jetzt so ein bisschen seine Kommode geworden. Da ist jetzt Zeug drin. Ich habe für 6 Tage gepackt, weil wir uns danach noch mit unseren Freunden treffen, also mit anderen Freunden. Und hier ist noch so ein bisschen Zeugs. Wir haben auch sehr viel zur Verfügung gestellt bekommen, wie die 2 Hochstühle und das ist Sonja und Dani's Schlafzimmer. Wir haben hier noch einen Wickeltisch und ein Bett. Ja, richtig, richtig cool. Ariane ist schon wieder müde. Sonja und Dani treffen dann auch gleich ein. Und dann machen wir erstmal einen Plan, weil wir müssen noch einkaufen gehen. Und all sowas haben wir neu, ne? Das haben wir neu, das ist von Little Dutch. Ein Wal! Oh, nein! Dann haben wir noch, auch von Little Dutch, diesen Würfel neu. Den fand ich sehr, sehr cool, weil der einfach so vielfältig ist. Also, was man hier alles so machen kann, finde ich sehr cool. Und auch einen Beißring, einen neuen, den finde ich richtig, richtig schön. Und er liebt ihn schon. Er liebt es, auf Holz rumzukauen. Und hier ist so ein bisschen Gummi und das kann man richtig schön greifen. Freust du dich? Ich melde mich jetzt nochmal. Wir machen gerade Essen. Es gibt, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, traditionell Thüringer Rostbratwurst und Rostbredel. Leider nur in der Pfanne, weil wir keinen Grill haben. Aber trotzdem geil. Also für Leute, die es halt nicht kennen, kann man das schon mal machen. Und die anderen sind gerade hier so im Hintergrund. Und Manu, da ist Sonja und Dani. Und ja, wir lassen es uns jetzt gleich schmecken. Die Kinder kriegen auch was. Aber natürlich kein Rostbredel, sondern sitzen dann da. Sieht bestimmt süß aus. Du kommst. Ariane. Du weißt aber, dass du noch Brot im Mund hast, oder? Wir essen jetzt Käsekuchen. Siehst gerade echt scheiße aus, Schatz. Du musst am Deckel ziehen. Push und pull. Den habe ich heute gebacken. Für mich? Für Sonja. Nein, ich habe nicht Geburtstag. Einfach so. Einfach nur Käsekuchen. Die Kinder, mein Kind schläft. Sonjas Kind schläft leider noch nicht. Ja. Ja, für uns. Und der Dario nicht raus schon. Dario? Der Dario. Dario? Dani? Oha. Dario heißt ein Kind aus unserer Babyschwimmgruppe. Ja, irgendwie gerade ein Name. Wunderschönen guten Abend nochmal. Da war eine Fliege. Unsere Autofahrt war übrigens sehr gut eigentlich. Wir sind 2 Stunden gefahren, haben kurz eine Pause beim McDonald's gemacht. Und ja, unsere Ferienwohnung ist super, super hübsch. Habt ihr ja schon gesehen. Und ja, Ariane schläft jetzt seit 1,5 Stunden. Wir haben jetzt noch Käsekuchen gegessen. Und ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Manu tut noch so, als würde er schlafen. Ariane ist schon wach. Und unsere Nacht war super. Sehr, sehr, sehr gut. Wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt an der Residenz in Würzburg und machen heute so ein bisschen Sightseeing. Ariane ist ein Buggy. Ja. Cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want. And I pray, all I need. Are some
Boah, stell dir mal vor, wenn die sich das in 10 Jahren angucken, ja, oder so. Best friends. Ja. You got a friend. Arian! You got a friend. Arian! Hallo! Hi! Ja! Hallo, wo du denn? Oh, hast du eine 24-Stunden-Schicht, da kannst du davon ausgehen. Um 4 Uhr morgens, jetzt können wir schlafen, 2 Stunden. Super, machst du Batschbatsch? Nach 83, machen wir Frühstück. Ja. Jetzt, wenn beide noch reinpinkeln, dann wird es nochmal 2 Grad wärmer. Ja. Ist auch schön. Das reingebissen, verschickt deine Zähne. Wir kennen schon. Welche passt? Ah ja! Zwischen 1000 und 1100. Das ist halt aber am meisten auf dem Brötchen. Sesam und was auch immer. Ja, ich esse halt nichts mehr. Ich esse halt noch ein Skirr mit Apfel. Ich muss halt das Steak noch essen, weil. Du bist ja alle weg. Du musst morgen mit 1600 zurechtkommen. Mit dem habe ich angefangen, die ersten 3 Kilo. Hallöchen, ich melde mich am späten Abend nochmal von unserer Terrasse. Ich esse gerade ein paar Blaubeeren. Ich liebe Blaubeeren, wirklich. Oh mein Gott, geil. Die Kinder sind jetzt im Bett. Und schlafen. Unser Tag war noch echt schön. Wir haben mit den Babys gebadet. Und jetzt ja, bin ich schon abgeschminkt und alles und gönnen mir jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, dass die Sonja noch zu mir kommt. Die muss nämlich Emilio noch ins Bett bringen. Ja. Hallo. Ich bin gerade im Spiel. Weil Sonja da für Emilio da sein müssen, der zahnt doch gerade und die kommen leider nicht aus dem Schlafzimmer raus, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Wir spielen jetzt Quirkel Cards. Genau, und dann gehen wir auch irgendwann ins Bett, ne? Das sieht man gar nicht. Ich rede mit der Wand. Mhm. Zeig dich. Hi. Also, gute Nacht. Sonja, wo gehen wir jetzt hin? Tierpark Sommerhausen. Tierpark Sommerhausen. Was ist los hier? Was ist los? Hey. Du willst meine Hand? Na, guck mal, hier ist Kraki. Du kannst jetzt Schlafi machen. Okay? Du kannst jetzt schlafen. Genau, wir sind jetzt im Tierpark. Unser letzter Tag mit Sonja und Dani. Wir sind jetzt in Sommerhausen und wie schön sieht diese Straße bitte aus. Okay, hier jetzt nicht mehr so, aber hier hinten, das sieht echt schön aus. Wir gehen jetzt nämlich ein Eis essen. Da ist eine Sonja, die gerade den Emilio wickelt. Den Arian. Ich habe den Schnulli. Gesundheit!